So, dann gehen wir mal zurück. Jetzt, so, und da werden wir die Katzen ja weiterkämpfen, erstmal. Jetzt die Katze hier. Ja, oder Zinogre klauen, dass ich mir das Langschwert machen kann. Das ist natürlich auch cool. Aber gut, aber Leute. Dass ja, das war's jetzt erstmal. Was für den Part. Ja, ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Rise. Bis dann. Tschüss. Rise. So. Aber ich würde sagen, das war's auch erstmal für heute, weil. Ja, es geht fast 0 stark Uhr. Auf die 0 Uhr zu, ja. Ja, das ist in Ordnung. Ich hab ja jetzt hier meine neue Gitarre. Gefällt mir. Eine nice neue Gitarre hier. Nee, ist ein Bass. Der hat nur 4 Saiten. Ist ein Bass. Hier meine neuen Krallen. Also hier Klauen an der Seite. Katze hat auch ein neues Schwert bekommen. Fällt mir ein, ich müsste eigentlich dem Hund auch mal eine neue Waffe geben. Naja. Nächste Mal. Oder reicht's noch? Kann ich noch irgendwie dem Hund was geben? Ja, wenn nicht, kannst du ja auch was gegen Reste tauschen. Nee, ich könnte ihm aber eine. Oh. Ich möchte ihm das anlegen. Jetzt sieht es halt 1A wie ein Drache aus. Oh ja. Was hast du ihm denn gegeben? Ich habe ihm jetzt den Alamutkopf. Alamutkopf gegeben. Und davor hat er ja den, Von was der Palamutkopf? Nee, den Almundron Kopf habe ich ihm gegeben. Und davor, dann hat er halt noch die Rathalos Panzer, wo er den Schweif hat. Jetzt sieht er halt 1:1 aus wie ein Drache. Wird ihm nur noch eine gescheite Waffe und schon wäre alles gut. Die bräuchte er jetzt noch, diese Waffe hier. Ja, die Waffe bräuchte er noch. Das wäre cool. Oder die hier. Die wäre auch geil. Die wäre sogar noch geiler. Ich brauche noch. Können wir noch mal gegen Rathalos kämpfen dann nächstes Mal? Möchte meine. Ja, gerne. Möchte ihm eine Rathalos-Waffe geben. So. Oder wie war das gegen Reste tauschen? Wo kann ich denn das machen? Rathalos. Rathalos, wo sehe ich Rathalos? Rathalos Reste. Ja, habe ich aber 0. Nee, da kannst du aber die da drauf drücken. Ah, und jetzt? Und dann gegen Monstermaterialien. Okay, und jetzt, wenn ich da drauf klicke, kriege ich. Wie viele tauschen? 1. Ja. Genau. Und da siehst du bei den X, wie viel du bekommst. Okay, jetzt gucken wir mal. Reicht das jetzt schon? Wie brauche ich dafür? Die Rüstung brauchst du immer nur ein. Nee, hier, für die Klinge. Hat gereicht. Perfekt. Perfekt. Dann nehme ich die Waffe noch dazu. Sehr nice. Und Wolf? Ja. Es gibt jetzt bei der Argosy die Mission für das zweite U-Boot. Ja. Argosy? Zweites U-Boot? Hä? Im Buddy-Bereich. Also Buddy Plaza. Okay, dann gehen wir da mal rein. Muss ich da nächstes Mal dran denken. Ich hab's jetzt schon zugemacht. Ich gehe da dass ich die mal mache. Und vor allen Dingen, dass ich dann meine Viecher rüberschicke. Dass die mir das Azuros-Material holen für die Donnerknarre. Azuros. So. Und wo muss ich jetzt hin? Zu dem Boot oder was? Zu dem Boot. Also, da wo es blau. Der Dame. Aber den Kunden, der an einigen Spezialitäten ausgehauen hat, hier könntest du dir welche besorgen. Im Gegenzug biete ich dir den ganz besonderen Handel an. Na, nur wenn du einverstanden bist, müsstest du bloß eine kleine Menge göttlicher Waren beschaffen. Liefere mir bitte wie üblich an die Gilde, sie werden mir dann zugestellt. Ich verspreche dir, dass die Vergütung dem Mühe wert ist, okay? Und dadurch kriege ich ein Untersehbar. Aber ich brauche erstmal noch hier, ich brauche noch ein Ding. Ich brauche noch ein Scout. Weil diese aufregenden Abenteuer erleben, wir können sie es kaum erwarten, selbst loszulegen. Deshalb habe ich beschlossen, noch mehr Buddies zu finden, die du anheuern kannst, ja?
Das bedeutet eine Menge Papierkram, aber wenn es sie glücklich macht, mache ich das gerne. Eure noch ein paar neue an, ja? Jo, will ich. Komm. Besonderer Buddy. Diese Option kannst du Buddies über runterbladbare Inhalte oder andere Spezialwege anheuern. Ah, andere als normale Buddies haben diese möglicherweise feste Namen. Okay. Ja, was will ich eigentlich? Ich habe so seit 3 Wuffel. Ich will noch eine Mimi. Mimi oder Yasu? Kämpfen oder unterstützen? Oder Palamut? Da habe ich Tor. Ein Wuffel, der Tor heißt, okay. Mango. MHCP Malamut. Okay. Nimm einfach alle. Nein, alle nehme ich nicht. Kann aber dir einen machen. So, hier. Damo. Wie wär's mit dir? Machen wir dir einen. Geh mal. Hä? Nee, irgendwas. Mal, wie habe ich denn das letzte Mal gemacht? Ach, anheuern, genau. Palamut. Ja, Damo, welchen möchtest du denn gern? Oder möchtest du eine Katze sein, Damo? Hätte halt hier den nehmen, der wäre halt schon Level 5. Damo, bist du mit dem Blauen hier aber einverstanden? Nimm Ikarus. Hä? Hier gibt's keinen Ikarus. Ah, doch, das ist Ikarus. Ja, passt. Dann nehme ich Ikarus. Möchtest du den Art Buddy umbenennen? Ja, möchte ich. Ikarus wird jetzt Damo. So, zack. Möchtest du den Namen verwenden? Ja, möchte ich. Und ich will aber trotzdem noch eine Katze. Ich will auch noch eine Katze haben. Ich will eine, die handeln kann. Gibt's sowas? Oh, können ja alle handeln. So eine 5er Heiler. 5er Heiler ist halt echt mächtig. Und dann will ich die dunkle hier. Die ist hübsch. Alle können handeln. Achso. Möchtest du den Buddy umbenennen? Ja, ich möchte ihn, wen möchte ich den umbenennen? Wir hatten doch vorhin jemanden, einen Besucher, wie hieß der denn nochmal? Poseidon. Die Katze wird jetzt Poseidon heißen. Poseidon. So. Zack. Ja. Zack. So. Nur das Level ist wichtig. Na gut. Ich will hier wieder raus. Ja? Ah, die sind dann Level 6. Okay. Aber die kann ich ja nicht umbenennen vom Namen. Was machen denn die Besonderen so besonders? Die aktiven Aktionen? Isa, das musst du beantworten, das weiß ich nicht. Isa ist auf Mute. Isa ist verschwunden. Ja, ich bin doof. Die sind auf Mute. Die sind auf Mute, ah! Okay, die besonderen Katzen machen, die macht das besonders, weil sie auf Mute sind, okay. Nein, die haben ein festes Moveset, was auf jedem Spiel gleich ist. Das macht es so besonders. Aber ansonsten... Ja, du hast eben den Nachteil, du kannst den Namen nicht ändern. Okay, also sie sind jetzt nicht wirklich besonders besser. Nö. Außer okay. Für den Anfang, da sind, weil sie schon ein paar Level haben. Ja, die haben schon Level 6, okay. Gut. Gut, dann wende ich auch. Aber wie komme ich hier nochmal raus?
Oh nee, warte mal, ich könnte. Nein, ich weiß, was ich nochmal. Ich mache jetzt hier noch die Laberrunde. Ich rede jetzt nochmal mit allen Leuten. Ah, mach das. Danke, dass du immer Buddies mit auf die Jagd nimmst. Im Namen aller Buddies hier möchte ich dir das hier als Dankeschön geben. Mach weiter so. Ein extra Apfel und einen Buddyschein. So, die will nochmal mit mir reden. Dann reden wir nochmal mit dir. Ah, Jäger. Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie jemand in meinem Metier dermaßen erfolgreich ist. Und damit das auch so bleibt, habe ich hier neue Handelsware für dich, die ja allesamt bei der Jagd gute Dienste leisten werden. Okay? Ich kann kaum erwarten zu erfahren, was du als nächstes erleben wirst. Und kommt jederzeit zu mir, wenn ich etwas tun kann, okay? Da haben wir das. Das ist, wer bist du denn? Jodi-Händlerin. Ah, es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich bin Kion. Wir sind in der Hoffnung nach Gamora gekommen, Handel mit den ehrbaren Leuten hier zu treiben. Also muss ich aber klarstellen, dass nur Lady Rosalina Admin Assistenten sind, okay? Für Einzelheiten würden wir dich bitten, dich direkt an unsere Lady, an die teure Lady zu wenden, okay? Okay, mit dem kann ich nicht mehr reden. Das ist der da oben will noch was von mir. Ich habe eine wichtige Nachricht für dich, Hutz. Wir haben die Drachen bei Monsterjäger verbessert. Sodass wir nun ein weiteres Gebiet im Blick behalten können, okay? Das bedeutet auch, dass sie neue Materialien finden werden. Wenn es ihr recht ist, legen wir gleich los. Ah, das haben wir aber schon mitbekommen. Hier noch mehr. Ja, hier kann ich nur in die Ferne schauen. Aber ein schöner Ausblick. So. Hier kann ich mit keinem mehr reden. Also weiter geht's. Wieder zurück. Oh, du willst noch mit mir reden. Hey, du bist, ich höre zurzeit nur Gutes über dich. Ein Wunder, immerhin habe ich dich ja unter meine Fittiche genommen. Hier hast du noch ein paar große Seilkäfer, damit du weiter so gut abliefern kannst. Hoffe, sie nützen dir. Okay, dankeschön. War noch irgendwas? Nee. Oh, Saihaku ist extrem schüchtern. Wieso? Na, weißt du doch sicher. Ich will jedenfalls nicht derjenige sein, der die Katze aus dem Sack lässt. Ach, das Ganze ist echt niedlich. Aber irgendwie auch komisch. Okay. Meine Mutter ist die Chefin eines Gemüseladens. Sie treibt mich immer an. Hör auf, Komitsu anzustarren. Und mach deine Origami, sagt sie immer. Dabei starre ich niemanden an. Das sind Dehnübungen für meinen Hals. Komitsu ist nur zufällig da, okay? Okay. Was ist eigentlich da drin? Kommen wir da rein? Oh, ich kann hier rein. Was ist das? Das ist dein Zuhause. Das ist deine Wohnung. Hier war ich noch nie drin. Doch, ganz am Anfang. Dein Raum im Mehrspielermodus. Wenn du diesen Raum im Mehrspielermodus besuchst, kannst du den Raum des Lagerhauses beitreten. Okay. Spielermodus spielst du im Lager. Okay. Okay, hier war ich schon mal drin. Welcher Sinn, dass ich hier schon mal drin war? Ich will wieder raus. Wüsste nicht, was ich hier drin will. Ist die Gemüsetante? Sayaku mausert sich als Verkäufer immer mehr, aber sobald ich ihn aus den Augen lasse, hat er nur noch Augen für Komitsu. Ich weiß nicht, wohin das noch führen soll. Okay. Hast du noch was zu mir sagen? Hey Utz, du bist also nun ein Jäger. Glückwunsch. Angesichts der kommenden Randale ist Meister Amo schwer beschäftigt. Deshalb liegt meine Ausbildung erstmal auf Eis. Naja, in all der Freizeit kann ich mich darauf konzentrieren, mir ein Herz zu fassen und mit meiner geliebten Hiona zu sprechen. Oh Hiona, ältester Stern von Kamura, du Licht meines Lebens, sie kann mich nicht hören, oder? Nein, kann sie nicht. Okay, der will noch irgendwas da oben. Der da drüben will auch noch was von mir. Ja?
Ich verabschiede mich dann mal. Okay, Visa, dann danke dir fürs Mitspielen und gute Nacht wünsche ich dir. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch einmal alle Personen einmal durch und dann mache ich auch Feierabend. Jo. Ciao. Meister Woods, ciao. Über einen speziellen Vertriebsweg ist ein Objekt von seltenem Interesse. Was? Von seltenem Interesse in meinen Besitz gelangt. Dieses kuriose Gerät verwandelt Materialien in kürzester Zeit zu seinen inneren Belassenen werden. Was? Seinem inneren Belassen werden in Talisman, okay. Es nennt sich Schmelztiegel, ich habe ihn schon vorbereitet. Ihr könnt mit der Nutzung also direkt beginnen, sofern ihr das wünscht. Oh, nebenbei bemerkt habe ich zufällig eine Auswahl neuer Waren vorrätig. Zögert nicht, dieser durchzusehen, wie es euch beliebt. Okay. Noch irgendjemand was? Der da oben will noch was? Hey, ich hab was für dich. Sehr gut. Wie läuft's, Frischling? Leute, das Feuer der Jagd immer noch so schön hell in dir. Gut so. Damit bist du wohl nicht alleine, kommt mir vor, als ob das ganze Dorf brennt. Boah, Räusper. Bist wohl eine gute Inspiration. Das heißt aber auch, dass sie bestimmt bald auf Schwierigkeiten stoßen. Ich hoffe, du stehst ihnen zur Seite, wenn das passiert. Denk aber nicht, dass wir deine Hilfe für selbstverständlich nehmen. Du bekommst dafür eine spezielle Belohnung von mir. Ich bitte dich nur, dass du dem Dorf zur Verfügung stehst und deine Hilfe anbietest, wo du kannst. Oh. Utsushi sichtbar und Utsushi verdeckt, Typ 1. Schließe 8 Nebenquests ab. Okay. Kannst du mir da kurz zur Hand gehen? Was will denn der noch? Mehr? Hallo, ich hatte gehofft, du könntest mir bei meinem kleinen Problemchen helfen. Ich entwickle neue Palamut-Rüstzeug. Aber mir ist dummerweise das Material ausgegangen und der Prototyp, um den Prototyp fertigzustellen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich dich bitte, ein paar deiner Materialien mit mir zu teilen. Du bekommst dafür auch ein spezielles Stück Palamut-Rüstzeug, das ich bereits fertig habe. Kein schlechtes Geschäft, oder? Was meinst du? Gib mir Bescheid, wenn du einverstanden bist. Eisenerz und Machaliterz. Aber ich habe genügend davon. Gut, kannst du haben. Okay. Danke dir, damit kann ich die Arbeit an meinem Prototyp fortsetzen. Uka sagt auch danke. Hier hast du die versprochene Ausrüstung, lass mich wissen, was du davon hältst. Geschichten über die Heldentaten von dir und deinem gut ausgerüsteten Palamut werden sich hoffentlich im ganzen Lande verbreiten. Ein Wachschirm. Ah, deswegen hatte Bisa den Schirm. Deswegen hat... Oh, da ist auch jemand. Oh, hallo Hutz, Glückwunsch zu deiner Ernennung zum Jäger. Als Reishändler verkaufe ich eigentlich nichts für die Jagd, allerdings werden unsere Erzeugnisse im Teeladen verwendet. Obwohl wir für deine Jagdkarriere keine große Rolle spielen, drücken mein Mann und ich dir die Daumen. Okay. Aber die will noch irgendwas. Haben's gerade recht. Mein Bruder sammelt Ideen für einen neuen Schirmdesign, das robust, aber trotzdem modisch sein soll. Das wird bestimmt ein Verkaufsschlager, wenn er soweit ist. Die Sache ist nur, dass er leider nicht genügend Materialien für alles hat und für uns ist es zu gefährlich, selber welche zu besorgen. Könntest du uns nicht aushelfen? Ich bezahle dich, wenn sie sich gut verkaufen, bitte. Okay. Oh, mir fehlen aber Agnosom-Feder. Ist. Ja, also, das Zeug gibst du ja. Ich brauche Agnosom-Feder. Gut. Dann, warte, was brauchen wir noch? Will noch irgendjemand mehr? Oh, der will noch was mit mir? Was? Der will noch mal was mit mir und mir reden? Wow. Nein, nicht der Hund. Ne, der da vorne will irgendwas von mir. Oh, Herrgott, jeder will was von mir. Omitsu, die Naschkatze. Oh, Hutz, hast du schon mal von Bachi gehört. Die sind so süß und pummelig, ich will einen knuddeln. Sie sind meine Lieblingsmonster, wenn sie Gas ausstoßen, klingt es wie ein kaputter Ballon. Und ich flippe aus. Okay. Aber Saihaku kapiert es nicht. Er findet sie hässlich. Aber ich wette, er hat noch nie einen gesehen, der Gas verströmt. Könntest du bitte ein Foto von einem Gombagi machen, wie er gerade
Gas ablässt. Wie macht man denn ein Foto? Ich wette... Das wurde uns in der ersten Session erklärt. Ich wette, wenn du ein... Du hast die Kamera dabei. Okay, erst ein sieht, kapiert er, wie süß die sind. Okay, ich muss ein Foto machen. Ich habe keine Ahnung, wie man Fotos macht. Aber okay. Okay, du hast eine Kamera dabei, die benutzt du wie die anderen Items auch. So, die will auch nochmal was von mir. Oh, hey, Hutz. Du wirst es nicht glauben, ich bin schon so gut im Zubereiten von Dangos, dass sie besser schmecken denn je. Ist das nicht cool? Wenn du jetzt welche davon isst, ist der Effekt, den sie dir verleihen, sogar noch mächtiger und energiespendender als vorher. Ich habe die Speisekarte aktualisiert. Schau sie dir unbedingt an. Jedes Gericht ist super lecker. Du wirst sie alle bestellen wollen. Okay. Dann jemand will noch was von mir? Wollt ihr noch was von mir? Nein, du nicht. Egal, ich will trotzdem mit dir. Beim Dichten fühle ich mich gleich noch viel besser. Das erinnert mich, neulich habe ich ein Gedicht für den ältesten Vogen verfasst, Räusper. Der älteste Vogen, großer Anführer Kamuras, Gelächter hörbar weit und breit. Es stimmt ja, sein Lachen dröhnt durch das ganze Dorf und heitert jeden auf, der es hört. Ich höre es aber am liebsten aus der Distanz. Wenn man zu nahe dran ist, klingeln einem die Ohren. Okay. Wer bist du denn? Jägerneuling. Meister Utsushi sagt, Mahlzeiten sind die beste Grundlage für eine gute Jagd. Vor allem niedliche Dango. Darum gehe ich immer in den Teeladen, um von Yomogi alles über Dangos zu lernen. Sie sagt, die Kombination der Dangos beeinflusst ihre Auswirkungen auf die Jagd. Mann, Dangos sind so tiefgründig. Okay. Oh, da will noch jemand was von mir. Oh, Hutz. Ey, es ist was Verrücktes passiert. Hör zu. Ich war drauf und dran, meinen alten Hammer wegzuschmeißen. Da kam mir aus der Harmon vorbei und fragte, ob er ihn haben könnte. Natürlich habe ich ja gesagt, dachte er, sei auf Mochi aus. Aber als ich ihn dann später besucht habe, um ihm zur Foto zu gehen, hatte er aus dem Hammer eine Energieklinge gefertigt, die Reißfluch genannt wird. Typisch Miauns der Harmon in Miau. Es sind sogar noch Teile übrig geblieben. Du solltest ihn auch um eine Waffe bitten, Hutz. Reißfluch, okay. Aber nochmal eine neue Waffe. Du machst was und instant haben sie schon wieder was Neues. Ja. Hast du schon mal was von Azuros gehört? Mogi hat gesagt, die sehen total lustig aus, wenn sie schlafen. Ich möchte so gern einen sehen. Ich wette, die sind super süß. Meinst du, du könntest für mich ein Foto von den schlafenden Azuros machen? Du bist der Allerbeste, wenn du das machst. Oh, Herr Gott. Ich habe echt zu wenig mit den Leuten geredet. Ja, Hutz. Ich habe auch mit gar keinem bisher geredet. Ah, Hutz, wie immer hart bei der Arbeit, wie ich sehe. Nutzt du auch schön die Buddy Plaza Iori Kogarashi und unsere Gäste aus der Ferne haben da eine Menge zu bieten. Ich hoffe, du bist bereit, ihnen auch etwas zu bieten. Eure so viele Buddies wie möglich an. Eine Buddy Plaza braucht Buddies. Du wirst selbst so viele brauchen, wie du nur auftreiben kannst. Verschiedene Situationen erfordern verschiedene Buddies, das ist Fakt. Und glaub nicht, dass deine Mühe unbelohnt bleibt. Nö, ich habe etwas ganz Besonderes vorbereitet. Na dann los, wahaha. Eure 15 Buddies an. Ach du heiliges Bananenlo. Okay. 15 Buddies soll ich anholen. Oh, will noch irgendjemand was? Ich sehe keine Ausrufezeichen mehr. Doch, da hinten war eins. Nee. Wunderbar. Ich habe hier alle abgelabert. Juhu! Okay, dann beenden wir jetzt. Sehr gut. Jetzt beenden wir. Wie beenden? Zack. Möchtest du beenden? Ja, möchte ich. Und das bedeutet, ich muss noch viel mehr Buddies kaufen. Viel mehr Buddies. Viel, viel, viel mehr Buddies. Gut, dann würde ich sagen, ich sage Dankeschön, auf Wiedersehen, einen guten Abend noch, gute Nacht und bis zum nächsten Mal bei Rothundis Gaming Area.
Ich sage gute Nacht und au. Und es geht nicht. Tschüss. Warum geht mein au nicht? Ging doch eben. Nee, das war ich. Meine Taste geht nicht. Warum geht meine Taste nicht? Meine au-Taste geht nicht. Schweinerei. Na gut. Dann machen wir es halt live. Ich sage gute Nacht und au. Tschüss, bis zum nächsten Mal.